Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr euren Hagelschaden am Auto meldet oder reguliert. Also, es gab ja diese Woche, oder diese Woche bricht ja schon in Baden-Württemberg und in Süddeutschland der Hagel alle Rekorde. Und wenn man jetzt ein Auto hat und das Auto ist kaputt, dann brauchst du entweder Teilkasko oder Vollkasko. Und wenn du diese Dings hast, dann kannst du das bei deiner Versicherung einreichen. Also wir haben ja hier, wie gesagt, diese Schäden gehabt. Und dann, ich habe zuerst mal geprüft, habe ich Delle? Bei mir sind die Delle nicht so groß, also, aber es gibt alle mal 10 Stück, ne? 10, 20 Dellen. Eine Delle verrechnet sich ungefähr zwischen 100 und 200 Euro. So ungefähr kann man es sagen, weil das ist ja auch die Wertminderung, die innerhalb ein Fahrzeug ist. Also muss man nachgehen, gibt ein die Versicherung, wie sie heißt. Also bei uns heißt sie WGV und dann sage ich einfach mal Hagelschaden melden. Und dann gehen wir mal gleich auf diese Schaden melden und da sehen wir nämlich gleich auf die WGV selber. Und da findet ihr auch schon einen schönen großen Block Hagelschaden melden. Und zwar haben wir hier, welche Schäden möchten Sie melden am Kfz? Wir sind jetzt also bei WGV, Schaden melden, Schaden Unwetter HTML. Gehen wir auf Kfz und jetzt sind wir auf diesem großen Block wieder. Und jetzt sagen wir, man kann das quasi online melden und dann gibt es eine Sammelstelle, die dann, wo man das dann mit, wo es dann mitverarbeitet wird. Also es gibt begutachtet wird. Also es gibt eine Sammelstelle. So, melden Sie den richtigen Kfz-Schaden schnell und einfach online. Ihre Schadensmeldung kommt direkt beim richtigen Sachbearbeiter raus und Umwege bearbeitet. Für eine sichere Übertragung Ihrer Daten haben wir gesorgt. Ja, sehr schön. Dann haben wir eine Hotline. Man kann direkt anrufen und man kann Schutz. Das ist nett. Das ist alles nicht wichtig. Wir machen online melden. Dann hole ich meine Versicherungsnummer raus. Und da bist du dann nämlich gleich mein Versicherungsheftle, das ich erst gerade gekriegt habe von der WGV, weil die Versicherung ist ja noch sehr neu, die habe ich noch nicht mal geöffnet bisher. Und da haben wir dann Folgendes: Ihre Servicekarte und da ist dann auch bei der WGV unten so ein Kärtle dabei und bei dem Kärtle steht dann auf, wie die Nummer ist, weil die brauchen wir jetzt. Dann findet ihr auf eurer Versicherung oben so eine Versicherungsnummer, die fängt mit V an. V90. Datum mal hier der 23.06.2021. Falls Sie zu der Schadensereignis durch uns bereits eine Schadensnummer erhalten haben, soll ich die Schadensnummer eingeben? Nein, habe ich nicht. Okay. Tippfehler. Kommt vor. Ich melde einen Vollkasko-Teilkasko. WGV Vollkasko-Teilkasko-Schaden. Unwetter im Raum Süddeutschland, richtig. Zu dem von Ihnen eingegebenen Schadensdatum sind Großschadensereignisse hinterlegt. Ja, Teilkasko Hagel, sehr schön. Uhrzeit ist Nürtingen, Dellen auf Dach und Motorhaube. Also jetzt haben wir das gemeldet. Kilometerstand. 10 Dellen mal 10 Dellen mal 200 Euro macht 200 Euro mal 2000 Euro. Welche Fahrzeugteile wurden beschädigt? Dach, Motorhaube, Heckklappe. Dazu gucken wir jetzt mal nach. Deswegen haben wir ein Foto und das Foto machen wir immer gleich. Da sehen wir 144.145 Kilometer. Das hat ein Servicepaket. Dann sagt dieses Serviceangebot für Haftpflichtgeschädigte, wenn man einen Verkehrsunfall hat, dann gibt es diesen im Schadensfall gibt es dieses Serviceangebot und zwar wird dann vermittelt. Es wird eine Partnerwerkstatt vermittelt. Man kann dazu in ihrer unmittelbaren Nähe, die holt angeblich das Fahrzeug wird außen innen gereinigt, es wird bei uns abgeholt, eine Reparatur wieder zurückgebracht.
Das glaubst du auch selber. Mal gucken. Ja, aber ich will es vielleicht gar nicht reparieren lassen. Das ist alles Quatsch. Das brauchen wir also auch nicht. Und man wird von der Werkstatt angerufen. Dadurch ist natürlich auch so, dass wenn man so Zielwerkstätte, die sind auch gehalten, den Schaden relativ gering wieder zum Halten, also das niedrig zum Rechnen. Hat das Fahrzeug schon mal einen Hagelschaden erlitten? Nein. Soll eine Reparatur oder Abfindung des auf Gutachtensbasis erfolgen? Ihr Fahrzeug wird von einem von uns beauftragten Sachverständigen besichtigt. Die Kosten eines von Ihnen beauftragten Sachverständigen sind bedingungsgemäß nicht erstattungsfähig. Zur weiteren Terminabsprache wird sich der Sachverständige direkt bei Ihnen in Verbindung setzen. Wir bitten um Verständnis, falls es aufgrund der großen Anzahl von Fällen zu Verzögerungen kommen sollte. Weiter. Hab's ja gemeldet. Abschicken. Im gemeldeten Schaden haben Sie die Möglichkeit, für Ihr Fahrzeug einen Besichtigungstermin zu vereinbaren. Diesen können Sie mit Aufruf des nachfolgenden Links Terminvereinbarung reservieren. Stuttgart, Tübingen, Pleidelsheim oder Ostfildern. WGV Hagels Besichtigung. Uhrzeit auswählen, 17:20 am Dienstag. Ja, passt gut. Okay. Dann hat man das da und weiter geht's. So, und das war jetzt der Vorgang, wie meldet man einen Schaden bei einem Hagelschaden bei letztendlich der WGV, wenn man Teilkasko oder Vollkasko hat.